first place was to carry my name. Always on the tribe. Experimentell, poppig, verspielt und vom zarten Klang der Geige durchzogen. Die Musik von Parfüm Brutal lässt sich schwer in Schubladen stecken. Und das ist auch gut so. Die aus Berlin, Dortmund und Köln stammende Band hat nun ihr drittes Album veröffentlicht. Ein Album, das von zahlreichen Gegensätzen lebt und auf dem laut Frontfrau Cassandra Papak jeder etwas finden wird, das ihm nicht gefällt. Also ich hoffe auch, dass für jeden was dabei ist, was ihm gefällt. Aber ich glaube, für mich ist es was Positives, wenn es so facettenreich ist, dass jeder irgendwas finden wird, was ihm eben auch nicht gefällt. Also ich finde, für mich spricht das für ein Album. Let there be pain. Listen to my heart raising Into Earth heißt das aktuelle Album. Es handelt vom Wachsen, Fallen, Neu entstehen. Ja, das Leben ist ja ein Prozess, so wie auch die Entwicklung der Musik, dass sozusagen man gibt was auf oder irgendwas stirbt und daraus entsteht wieder was Neues. Seit der Gründung der Band 2007 hat sie sich weiterentwickelt, ist gewachsen und professioneller geworden. Es war ja auch personelle Wechsel zwischendurch. Also ich bin ja auch jetzt erst bei seinem aktuellen Album dabei. Ich glaube, das hat auch eine große Rolle gespielt, ne? So wie Musik entsteht. Und auch, ja, wie die Platten aufgenommen worden sind. Ich würde auch sagen, wie wir arbeiten und auch gerade Philipp in seiner Arbeit als, also unser Keyboarder ist das, in seinen Skills sozusagen im Aufnehmen und Mischen haben sich auch nochmal extrem gesteigert, finde ich. Und gerade das allererste Album, das waren im Grunde die ersten Songs, die ich geschrieben habe in meinem Leben. Und wir haben sie halt dann direkt aufgenommen. Und das ist ein gutes Dokument, das zu haben, aber natürlich, also man hört es, glaube ich, an der Musik, was die Entwicklung ist. Früher schrieb Cassandra Papak die Songs zum Großteil selbst. Die Musik entsteht inzwischen eher in Teamarbeit. Die Texte aber stammen in den meisten Fällen immer noch aus ihrer Feder. Eine Arbeit, die ihr gar nicht so leicht fällt. Ich mache immer erst die Musik und dann muss ich mich wirklich hinsetzen und überlegen, was hat dich in letzter Zeit so beschäftigt, was passt auch zur Musik. Und ehrlich gesagt, das ist bei mir auch eine krasse Fleißarbeit. Das ist bei der Musik eher nicht so. Das kommt schon mal so ein bisschen automatischer. Oft habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt, auf dem Fahrrad oder so. Aber mit den Texten muss ich wirklich mich ganz brav hinsetzen und fleißig überlegen und wegstreichen und neu anfangen und im Wörterbuch nachgucken und so weiter und so fort. Also, ja. Das neue Video zur Single What We Are ist ein Generationsprojekt. Protagonisten sind nicht etwa die Bandmitglieder, sondern ihre Eltern. Die Idee dazu entstand spontan. Im Grunde war es ursprünglich nur eine Schnapsidee von mir, dass ich dachte, ach, das ist doch irgendwie cool, ein Video mit seinen Eltern. Und letztendlich, der Song, der es dann geworden ist, in dem geht es auch so ein bisschen um Kindheit und Kindheitserinnerungen, dass es eigentlich super gepasst hat. Und wir finden auch, dass unsere Eltern irgendwie alle gut aussehen und irgendwie gut zusammenpassen und dachten halt, das ist eine gute Idee. Und letztendlich hat man natürlich auch ein echt tolles Dokument von sich selber mit seinen Eltern für später mal oder so, ne? Also genau, hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, der Dreh mit denen, ja. Parfüm Brutal entwickelt sich weiter, erfindet sich neu und bringt immer wieder andere Musik auf die Welt. Wir hoffen, dass Ihnen die Experimentierfreude noch lange erhalten bleibt. Let's put our ears to the ground.